Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und hier ist jetzt nicht viel dran zu sehen. Wir haben jetzt hier den Raumthermostat. Wir haben hier oben eine Taste. Wir haben hier ein Plus- und Minus-Taste. Kann man jetzt, da oben ist die Taste, kann man jetzt nicht so wirklich sehen. Die Batterien waren jetzt hier schon drinne. Die müssten aber auch raus, ja, rauszubauen gehen. Da. Die haben jetzt natürlich hier so ein Plastepinöpel hier drauf, dass hier der Stromkreis nicht offen ist, damit das halt nicht unterwegs schon funktioniert, weil das bringt ja nichts, kostet nur Akku. Und da können wir dann die, seht ihr das? Ja. Da können wir die dann auch wechseln. Das sind ganz normale, ja, dreifach A oder was ist das für eine Batterienart? Ja, ganz normale Batterien. Zweifach A, 1,5 Volt, zweifach A. Und die Platte wird dann halt rangeschraubt und dann können wir dann das so machen, dass, wenn wir das dann so dran haben, legen wir das hier ran, drücken einmal nach unten und schon ist es fest. Wenn wir wieder locker haben wollen, einfach nach oben ziehen und wir können die Batterien wechseln. Ja, mehr ist hier jetzt eigentlich ehrlich gesagt ja nicht zu beachten. Ich bin echt am Überlegen, wo ich den jetzt festmachen wollen tun würde, weil ich wollte ihn an die Wand machen und das ist jetzt so ganz schlecht, weil ich wollte ihn eigentlich kleben. Aber vielleicht hole ich mir Spiegelkleber und mache den mit Spiegelkleber einfach dran und dann ist das okay. Aber mit den Nippeln klappt das auch nicht. Vielleicht stelle ich ihn erstmal so hin, bis ich dann, ich muss mir erstmal von meinem Vater die Bohrmaschine holen und dann das anbohren. Vielleicht stelle ich mir auch so erstmal ins Regal oder ich stelle mir den hier hin und dann kann ich den halt immer so checken. Macht sich hier auf dem Tisch eigentlich auch so ja besser, wie als kleine Fernbedienung, wenn mir beim Essen zu warm ist. Brauche ich nicht aufstehen. Also den werden wir auf jeden Fall, den werde ich hier erstmal stehen lassen. Da muss ich mal gucken, wie wir das dann machen werden. Ja, bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Das war soweit wieder. Ich packe jetzt hier schon mal, wie ihr seht, immer alles nach und nach schon immer in die entsprechenden Kartons wieder weg und so. Ich lege mir die Geräte hier hin und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video, wo wir uns den Sensor vornehmen werden und danach kommt die Fernbedienung und dann sind wir auch schon durch. Dann können wir ans Anschließen gehen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi. Sagt euer Odin.